Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich bin wieder im Ladepark Kreuzhilden und wir haben, wie es hier oft so ist, wieder mal was ganz Besonderes. Hier im Hintergrund seht ihr drei wirklich seltene Fahrzeuge. Wir wollen heute mal beweisen, dass 3x3 mehr als 9 ist, denn alle gemeinsam haben das Thema Effizienz. Und man kann hier tatsächlich sagen, effizienter geht es nicht. Effizienter geht es nicht, habe ich gerade schon gesagt. Wir wollen heute mal schauen, was diese drei Räder, das sind nämlich alles drei Räder, deswegen auch 3x3 natürlich, was es damit auf sich hat. Und da springen wir als erstes mal über den Messerschmitt, Kabinenroller hier. Alles drei natürlich rein elektrisch. Das entspricht so sozusagen der Vergangenheit. Dann haben wir hier den Toyota iRoad, der so ein bisschen die Gegenwart präsentiert. Wir schauen mal, ob er überhaupt das in die Serie geschafft hat. Und hier haben wir was ganz Besonderes, das Twike 4. Und mal schauen, was das für ein Auto ist. Das repräsentiert nämlich die Zukunft. Das ist ein Einzelstück und ist der Vorbeginn einer Serie, einer neuen Serie. Fangen wir jetzt mal an mit dem Uwe, mit dem Messerschmitt Kabinenroller. So heißt das Auto nämlich. Ja. Hallo Uwe, wir haben ja schon mal gesprochen und über euren E-Tiger, den ihr umgebaut habt. Das ist ein sehr schönes Video. Das verlinke ich hier nochmal. Wenn ihr das nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt ansehen. Insbesondere, wenn euch technische Details interessieren, wie solche Altfahrzeuge elektrifiziert werden. Jetzt die Frage, jetzt mache ich was anderes. Das verstehe ich. Ja, das ist in der Basis KR200, also das Dreirad-Messerschmitt aus der Zeit. Und das Besondere hier ist, das ist als Rekordfahrzeug gebaut worden für die Future Car Challenge. Da geht es nur um Effizienz. Ja. Und die hat das Fahrzeug gewonnen und da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, okay. Das heißt, also das hier repräsentiert ja die Vergangenheit, habe ich eingangs gesagt. Wie alt ist das Auto? Das Auto ist von 1955, allerdings mit einem Antriebsstrang von 2012. Okay, also so halb alt, halb nicht alt. Ihr seid Classic E-Cars, elektrifiziert, im Wesentlichen klassische Autos als Oldtimer, wahrscheinlich weitgehend. Wie seid ihr denn dazu gekommen, diese Fahrzeuge insbesondere euch als Spezialität sozusagen? Ja, also der Weg war folgender. Unser Kunde hat im Jahr davor den zweiten Platz bei der Future Car Challenge gemacht mit dem Jaguar E-Type. Und der mochte nicht so gerne zweite Plätze. Ja. Und dann haben wir auf der Festgala, wo der zweite Platz vergeben wurde, den Auftrag bekommen, für das nächste Jahr ein Siegerauto zu bauen. Okay. Und dann haben wir angefangen zu rechnen und wussten dann, was das Auto davor verbraucht hat, nämlich einen Wagen von Gordon Murray mit einem großen Entwicklungsetat. Und wir hatten einen ganz kleinen. Demzufolge ist das Auto klein und leicht. Und dann haben wir innerhalb von 3 Monaten dieses Auto gebaut und entwickelt. Und das hat es dann tatsächlich auch geschafft. Okay, das heißt, es ist ein bisschen David gegen Goliath. Genau, das ist David gegen Goliath, weil nämlich auch alle OEMs auf dieser Veranstaltung waren. Und das kann ich jetzt schon mal auflösen. Die waren so unglücklich darüber, dass sie so lange sind von diesem Kleinfahrzeug aus Deutschland, dass sie danach an der Veranstaltung nicht mehr teilnehmen. Okay, also quasi abgeräumt, könnte man sagen. Was ist denn für dich jetzt das Besondere an, ich sag mal, dreirädiger Mobilität, um das mal so zu formulieren? Das Besondere ist, ein Rad weniger bedeutet ein Rad weniger Reibung. Das heißt, wir sind schon mal per se effizienter. Und wenn man dann noch klein wird mit dem Fahrzeug, dieses Fahrzeug hat ein Startgewicht von 205 Kilo. Ja, 205 Kilo. Das ist nichts. Trotzdem 2 Personen mitnehmen. Ja. Und im echten Straßenverkehr, also Landstraße, Autobahn, Stadtverkehr in London, hat das Fahrzeug 3,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebraucht. Okay, 3,7, da hält ja nicht mal ein Twizy oder sonst irgendwas mit, ne? Das ist sensationell. Weißt du, wo der Monotracer liegt, der ja jetzt von der Form her für mich so bisher immer das... Das aus der Neuzeit zumindest effizienteste Mobil war, was man sozusagen. Vorsichtig eingeschätzt beim Doppelten. Ah, okay, also immer noch ziemlich viel, ja. Ja. Im Vergleich dazu. Okay. Relativ gesehen viel, absolut gesehen wenig. Ja. Ja, das kann man schon 3 Kilowattstunden macht der Fahrstil bei einem normalen Auto aus, bei einem normalen Elektroauto, aber absolut gesehen ist es natürlich. Ganz klar, das war unschlagbar und das hat auch viele der Mitstreiter frustriert. Ja, verstehe.
Okay, jetzt nochmal zu dem Fahrzeug, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Das ist jetzt natürlich nicht ein Auto, wo man jetzt sagen kann, damit fahre ich jetzt in Zukunft jeden Tag zur Arbeit. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr spartanisch, das mal so zu sagen. Ne? Ja, das ist spartanisch, aber das ist sozusagen auch nanny free. Ja? Also dieses Auto macht das, was man will. Das ist sehr, sehr einfach von der Handhabung her. Und das hier ist jetzt ein Roadster. Das gibt das Auto. Ah, Schloss. Okay. Komplett geschlossen. Mit einer Wechselglaskugel oder mit einem Cabrio-Verdeck. Ja. Und wir kennen Menschen, die damit jeden Tag fahren. Ach, ehrlich? Auch ernsthaft? Zur Arbeit. Ach, okay. Auch 30, 40 Kilometer. Ja. Und effizienter geht es. Ja, okay. Ja, das ist ein super Stichwort. Also, das überrascht mich jetzt. Ich meine, das erlebt man immer wieder mal. Also, auch Twizy-Fahrer fahren ihren Twizy tatsächlich auch schon im Winter und bei Schnee und Eis mit Winterreifen, mit Heizdecke unterm Po und so. Wenn man will, geht das. Und ja. Du hast schon recht, effizient ist die Energie und natürlich vermutlich jetzt speziell bei diesem Auto ja. Als Klassiker auch Fahrspaß. Ne? Es macht einen Riesenspaß. Das hat jetzt sowas wie einen Fahrradlenker, ja. Und es gibt kein Lenkgetriebe. Das heißt, die Übersetzung, wer schon mal Go-Kart gefahren ist, der weiß das. Die Übersetzung ist 1:1 von jeder Lenkbewegung. Es ist extrem wendig. Und wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, dann ist das so, man denkt, wohin man fährt und dann fährt das Auto dahin. Ja. Also das ist ziemlich entspannt und macht großen, großen Spaß. Jetzt kommen wir hier von der Vergangenheit, gehen wir jetzt rüber in die Gegenwart sozusagen. Hier haben wir den Roland vom Seat&Read Ladepark hier in Hilden. Roland, das hier ist ein Toyota iRoad, glaube ich, genau, ne? Richtig. Erzähl doch mal, was dieses Auto ausmacht. Also sprich, was ist das überhaupt? Warum ist das hier? Und ist das überhaupt in Serie gegangen? Nein, ist es nicht. Das ist ein 7 Jahre alter Prototyp und den hat Toyota mal gebaut für ein Carsharing-Projekt. Die Technik ist auch noch drin in Grenoble zum Zeigen, wie das funktioniert und wie das alles klappt. Das ist eine Moped-Zulassung hier in Deutschland mit 45 km/h. In anderen Ländern darf der schneller fahren. Aber es ist super, wenn man, also ich habe den jetzt zum Testen hier, das darf man und Toyota hat den zur Verfügung gestellt, wir müssen ihn wieder abgeben. Darfst du nicht behalten, das Nein, ist natürlich schade. Das ist nicht unserer, der ist tatsächlich von Toyota. Da sind ja auch, glaube ich, nur 25 oder so von gebaut worden. Ja. Und, aber das macht halt einen Eindruck von wirklich ausentwickelten Serienfahrzeug. Und es ist mega interessant. Es ist ja ein Kurvenneiger, das sehen wir ja noch. Der neigt sich ja in die Kurve. Und deswegen nimmt er auch so wenig Platz weg. Ja. Und ist in den Städten mega. Man kann noch ein Kind hinten mit reinsetzen. Und es ist einfach sau cool. Also der fährt sich im Prinzip, also man lenkt ja hinten wie beim Gabelstapler. Ah, okay, also nicht vorne. Okay. Nee, vorne nicht. Lenkt hinten wie beim Gabelstapler. Also das macht so ein bisschen Gefühl, als wenn man Snowboard fährt. Dann hat man ja auch mehr Gewicht vorne und lenkt hinten rum. Also ja. Man kann richtig damit wedeln quasi. Ja. Und das ist das Coole an dem Ding. Bei der ganzen Effizienz, die noch dazu kommt, dem geringen Platzverbrauch und der Technik mit Neige- und Radnabenmotoren vorne ist. Radnabenmotoren, interessant. Ja, erzähl doch mal so ein paar technische Details, sofern du sie kennst. Also sowas ja, wie so Höchstgeschwindigkeit und Verbrauch und ja, Ladezeit, genau. Akkugröße. So viel kenne ich nicht. Er lädt hier über Typ 1 vorne noch. Ja. Man kann natürlich mit Schubo laden, mit Typ 2, das kennt man jetzt. Das ist hier auf 45 eingestellt. Perfekt wäre, er würde 60 fahren. Ja. Dann könnte man besser im Straßenverkehr mitschwimmen. Weißt du, ob das theoretisch von denen so gedacht war? Genau. Die haben es jetzt der Einfachheit halber so gemacht. In Japan fährt er 60. Ah, okay, verstehe. Weißt du, wie groß der Akku ist und die Reichweite? Ja, Reichweite war 50 Kilometer. Okay. Akku muss ziemlich klein sein. Ich weiß nicht genau, wie groß er ist. Und ich glaube, jeder Motor hat 2,2 oder 2,4 kW. Also der hatte knappe 5 kW. Okay, Leistung. Okay. Verbrauch, hast du da irgendwie ich schätze einen Eindruck? Mal, ich habe es versucht zu messen. Allerdings war das, als wir ihn bekommen haben, in der Zeit, wo es so eisekalt war und zwischendurch geschneit hat, ja. Da bin ich irgendwo bei 6 Kilowattstunden gelandet. Okay. Ich gehe aber davon aus, dass der auch mit 4 zu fahren ist. Ja. Okay, wir haben auch hier natürlich die Variante, dass man hintereinander sitzt, so wie bei dem Messerschmitt, der hier neben steht. Sitzt man ja auch hintereinander zu zweit. Auch hier passen zwei Leute rein. Ne? Man sieht es hier, es ist sehr schmal, also es ist noch schmaler als ein Twizy, würde ich sagen. Ja. Würdest du hinten sitzen können? Ich glaube nein. Also das ist was, um die Kinder zum Kindergarten zu bringen und zur Schule zu bringen oder die Einkaufstasche hinzutun. Ist also weniger Platz als ein Messerschmitt. Er hat ja, wie gesagt, es ist ein Prototyp. Ja. Das ist ein Prototyp.
Und der hat eine Zuladung von 140 Kilo. Also kannst du ja ausrechnen, meine 85, da bleiben 55. Plus meine 60? 55. Geht gerade. Das beiden wäre überladen. Man sitzt auch hinten da nicht so viel. Aber deswegen jetzt ist es gut. Also das hier repräsentiert ja so ein bisschen die Gegenwart, weil es ist schon ein Serienauto, also wenn auch kleinste Serie sozusagen, also aber ein bisschen mehr Serie vielleicht als der hier, zumindest als Elektroantrieb. Sonst nicht. Sonst nicht. Ist das die größere Serie? Ja, das stimmt. Sonst nicht, da hast du recht. Was ist denn jetzt für dich an dieser Form der Mobilität so das Attraktive? Also speziell jetzt auch, was Gegenwart angeht. Ja, also ich finde ihn mega cool vom Konzept her, weil er so wenig Platz verbraucht, so wenig Energie verbraucht und einfach für Strecken in der Stadt, wo Autos ja die Städte zu parken, ja. Das hier, das ist ja noch nicht mal ein Twizy. Das ist ja, also man kriegt ja 4 Twizys, wenn man es gut parkt auf einem Parkplatz und bei dem kriegt man 6 drauf. Also 6 dieser Fahrzeuge, nur einen aktuellen Parkplatz im normalen. Ja. Und das fasziniert mich. Und diese Coolness des Fahrens mit dem Neigen und mit dem Wedeln, das macht echt was her. Jetzt frage ich mich natürlich, hier 25 Stück ist nicht so viel. Wann baut denn Toyota mehr davon? Oder wie ist denn die Zukunft? Weißt du da irgendwas? Nein, weiß ich nicht. Weil diese Form der E-Mobilität ist mal abgesehen von Twizy, von den Großserienherstellern natürlich irgendwie verschwunden oder nicht mehr so im Fokus. Genau, auch der Twizy wird ja nicht wirklich irgendwie weiterentwickelt oder weitergebaut. Ne? Ich hoffe, dass diese Art der Mobilität jetzt durch Energiewende, durch E-Mobilität, durch die Notwendigkeiten, die der Klimaschutz aufwirft für uns alle, dass das wieder mehr in den Fokus kommt. Weil ich muss nicht mit so einem großen Zug da rumfahren und 3 Tonnen oder 2,5 Tonnen bewegen. Ich schaff's auch mit 250 Kilo. Ich finde es sau cool. Und wenn dein Sohn und deine Tochter im Kindergarten stolz geschwellt dahingehen und sagen, hey, guck mal, womit ich gebracht werde, ne, das ist ja viel umweltfreundlicher, das wird kommen. Also ich denke, Fridays for Future rutscht auch runter in Babies for Future. Ja, ich meine, die heutigen Fridays for Future Kämpferinnen und Kämpfer sind ja sozusagen die Eltern von morgen, ne, und nehmen diesen Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz und so ja natürlich auch mit in ihr weiteres Leben, so hoffe ich zumindest. Und da wird sowas dann natürlich, was Nachhaltigkeit angeht, noch wichtiger bei Produkten. Und da hast du jetzt die Frage an mich selber perfekt beantwortet. Ja, okay. Ja, so war das eigentlich nicht gedacht. Jetzt waren wir bei der Gegenwart und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt darauf, was die Zukunft uns eigentlich bringt. Und da sind wir hier beim Wolfgang. Wir stehen hier neben einem Zweig. Ja? Zweig kennen wir. Wolfgang, erklär doch mal kurz, wer du bist, weil dich kennen wir hier auf dem YouTube-Kanal noch nicht. Ich bin bei der Firma Zweig, das Mädchen für alles. Ah, okay. Das heißt, wenn es um Veranstaltungen geht, wenn wir mit den Fahrzeugen, mit, ich sage jetzt mal, Auslieferungen zu tun haben, dann komme ich mit ins Spiel. Okay. Genauso bin ich im Lager oder aber auch bei der Technik mal mit am Angreifen. Wir sind eine kleine Firma, sehr überschaubar, aber sehr innovativ, halt eben, weil wir dieses Produkt Zweig damals aus der Schweiz übernommen haben. Mhm. Und da bin ich schon seit 25 Jahren mit dabei. Wow, krass. Also sprich, Twike kommt aus der Schweiz originär und ist jetzt in Deutschland angesiedelt? Jawohl. Wo genau? In Rosenthal in der Nähe von Marburg an der Lahn. Ah, okay. Das ist aber eine ganz schöne Strecke mit so einem Auto dann hier zum Ladepark Kreuzhilden zu kommen. Das stimmt schon. Und ich muss zugeben, dieses Fahrzeug hat auch sogar nur eine relativ kleine Batterie, weil wir ihn als Prototyp damals entwickelt haben. Ja. Sind dann an einem Rennen in Amerika gestartet, dort auf den 3. Platz auch mit vorgefahren. Und für uns war es die Initialzündung für die Entwicklung unseres Nachfolgers von dem Twike 3, welches wir in Serie seit jetzt nun 25 Jahren produzieren und auch verkaufen. Okay, das heißt, Twike gibt es schon lange und so das Grundkonzept aus, also das muss man vielleicht mal vorne anfangen, das ist ja was ganz Besonderes, was größere Unterschiede zu den anderen beiden Autos hat, nämlich hier ist es eine Kombination aus Mensch und Maschine sozusagen. Ja, genau, wir sehen es hier, das Human Powered Hybrid, das ist unsere Bezeichnung, das Twike wurde in der Schweiz aus einem Liegefahrrad heraus entwickelt. Ja. Das heißt, zunächst war das Liegefahrrad da und dann ist der Elektromotor mit hinzugenommen worden. So ist das Twike 3 auch ein sehr leichtes und unheimlich effizientes Fahrzeug. Wir fahren mit Spitzengeschwindigkeiten um 85 Stundenkilometer mit einem Verbrauch von ca. 3 bis 7 Kilowattstunden. Wow, das ist nicht viel. Wobei der Mensch wahrscheinlich, also wir alle wissen ja,
wenn ich jetzt eine Kilowattstunde Strom mit Muskelkraft machen will, das ist schon ganz schön anstrengend. Das heißt, der primäre Verbrauch ist tatsächlich dann aus der Batterie und jetzt weniger aus der Mensch. Der unterstützt ein bisschen. Das ist richtig, es ist nur eine Unterstützung. Ja. Aber viel mehr Effekt hat diese Unterstützung für dich persönlich, einfach weil du dich sportlich aktiv bewegen kannst im Fahrzeug. Und jetzt kommt im Prinzip der Punkt, wo wir zwar im Winter eine ganz normale Heizung haben, um die Scheibe auch frei zu heizen, aber wenn du im Winter dieses Fahrzeug beheizen wolltest, bräuchtest du eine Leistung von ungefähr 3 kW. Ziehst du dich aber ganz normal an wie für nach draußen gehen, setzt dich dann in Wind- und Wettergeschützt in das Trike hinein und trittst ein paar Mal mit zu, dann ist dir selbst sofort warm. Das heißt, du ersparst dann im Winter genau diese Energie, die sonst die Fahrzeuge dann im Winter verbrauchst, ungünstiger. Ja, verstehe. Ja. Wann wurde denn das letzte Trike 3 verkauft? Die werden ja jetzt gerade nicht gebaut, Nein, die werden jetzt nicht mehr gebaut, und zwar vor ungefähr 1,5 Jahren. Ah, okay. Wir haben jetzt bei uns in der Werkstatt mehr mit Servicearbeiten, typischerweise am Trike 3 zu tun. Und weil wir ja im Prinzip den Schritt in die Richtung nach vorne gehen möchten, ist das Trike 5 bei uns das Fahrzeug, was wir demnächst dann im Prinzip auch auf dem Markt auch anbieten wollen. Und wir sind gerade dabei, die Teile zu sammeln, die für den Prototypen notwendig sind. Und ich bin mir ganz sicher, wenn dieser fahrfertig auf der Straße steht, wir haben ja schon Vorbestellungen für dieses neue Fahrzeug, dann, man muss einfach mal mitgefahren sein, werden wir nachher dann auch tun, dann erkennt man, das ist eigentlich ein richtiger Weg in die Zukunft. Mhm. Leicht, effizient, trotzdem schnell sein dürfen, Spaß haben dürfen beim Fahren jetzt. Ne? Und das mit einem guten Gewissen. Ja, das ist also wirklich ein tolles Konzept. Du hast jetzt gerade gesagt, Trike 5 ist das nächste Auto. Das hier ist jetzt das Trike 4, sozusagen der Prototyp. Jawohl. Das ist euer Entwicklungsobjekt. Und wann kann man denn damit rechnen, dass das Trike 5 dann so oder so ähnlich auf den Markt kommt? Anfang nächsten Jahres. Das schon bald. Wollen wir die Fahrzeuge ausliefern. Ja. Dann erklär doch mal, was so das Trike 5 dann ausmachen wird. Also wie viel Reichweite wird es haben? Zum Beispiel, wie groß ist der Akku, wie lädt man es und so weiter. Die Eckdaten sind eine Batteriegröße, 30 Kilowattstunden, mit einem Verbrauch von im Durchschnitt 7 Kilowattstunden. Das heißt, wir können den noch unten hin toppen, je sparsamer wir sind, weil es einfach windwiderstandstechnisch sehr, sehr gut dasteht. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit, die erreicht werden kann von 190 Stundenkilometern. 190? Mit einem motorbetriebenen Fahrrad? Jawohl. Aber, um das mal despektierlich zu sagen. Aber da sagen wir von Anfang an, das Fahrzeug wird zunächst einmal mit einer niedrigeren Endgeschwindigkeit halt eben für den anderen Kunden ausgeliefert. Ja. Und erst nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung bieten wir ein Fahrtraining an und werden dann im Prinzip diese Leistung auch freigeben. Boah, das ist irre. Es hängt einfach damit zusammen, den effizientesten Antrieb haben wir gefunden in einer Leistungsgröße um 60 kW nominal. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug mit rund 500 Kilogramm Gewicht mit 60 kW nominal, also bis zu 180 kW Spitze kurzfristig beschleunigen, dann weiß man, was da möglich sein wird. Und wir haben es ausgelegt vom Fahrwerk her, so dass wir dann auch bei 120 so viel Reserve haben, dass das Fahrzeug, ich sage jetzt mal, fast wie ein kleiner Rennwagen zu bewegen wird. Ja, Wahnsinn. Einstellbares Fahrwerk, sodass wir uns im Prinzip das passend auf die Strecken, die wir haben möchten, halt eben anpassen. Wenn man bedenkt, dass so ein E-Smart oder ein Twizy noch langsamer fährt, ne, also ein Smart fährt 125, glaube ich, ein Twizy nur 85, dann damit also deutlich schneller zu fahren, das klingt schon irgendwie so absurd. Wir sehen es so. Eigentlich wird uns die Geschwindigkeit bis 130 Stundenkilometer vollkommen ausreichen. Ja, denke ich auch. Ja. Sicherlich. Das Schöne ist, mit dieser Leistungsreserve ist da das Fahrzeug in einem Punkt, da ist es nie irgendwo in einem Grenzbereich. Ja. Wie ist denn die, also jetzt mal, das ist jetzt nicht wichtig für so ein Fahrkonzept, aber damit man eine Vorstellung hat, wie ist denn die Beschleunigung von 0 auf 100? Unter 4 Sekunden. Unter 4 Sekunden? Ja. Ah, krass. Und wenn ich ordentlich reintrete, dann schaffen wir auch 3, ja? Ja, das ist natürlich... Also Leistungssportler schaffen das vielleicht. Leistungssport noch mit dabei. Nein, wir haben tatsächlich den... Wenn jemand das Trike 3 kennt, dort haben wir die Kette, die Pedale kettengebunden im Fahrzeug. Ja. In dem zukünftigen Fahrzeug, im Trike 5, haben wir einen Pedalgenerator. Dieser Pedalgenerator erlaubt es uns, per Pulsuhr
mich genau dort im Prinzip zu bewegen mit den Pedalen, wo ich quasi den besten Trainingseffekt halt eben erfahre. Ich kann aber auch via App eine Karte laden und kann sagen, ich möchte gerne diese Strecke von A nach B entsprechend trainieren, wie ich sie sonst mit dem Fahrrad fahre. Oder auch eine Pedelec-Funktion halt eben jetzt. Das heißt, geht es auf der Straße bergauf, bekomme ich mehr Widerstand, geht es bergab, bekomme ich weniger, als wie wenn ich gerade da unterwegs bin. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wenn jemand das Zweig dreimal gefahren ist und das mitbekommt, ich fahre die Straße hoch, der Tempomat ist eingestellt, das Fahrzeug wird langsam weniger und er fängt an gegenzutreten, dann spürt man überhaupt erstmal so ein bisschen mehr seine Umwelt wieder, weil wir sind ja in den normalen PKWs komplett entkoppelt. Ja, das ist richtig. Und das ist, ich sage jetzt mal, eine wahnsinnig schöne Erfahrung halt eben noch dabei, dass wir quasi fast im Liegen halt eben jetzt uns wunderbar schön fortbewegen. Das heißt, es ist schon so ein bisschen der, ich sag mal, Unique Selling Point. Ja. Es ist schon auch ein bisschen als Fitnessgerät gedacht. Es ist das Sportgerät. Es ist also weniger der Fokus, hier von A nach B zu kommen, jeden Tag zur Arbeit. Weil wenn ich jetzt nass geschützt bei der Arbeit ankomme, ist auch blöd. Ne? Nein, das stimmt nicht. Man muss ja nicht. Man muss ja nicht, das stimmt. Es ist überhaupt der einzigste Sportwagen, den es gibt. Weil wir wirklich im Fahrzeug Sport betreiben. Ja, das ist natürlich wahr. Kann ich das denn auch so einstellen, dass ich gar nicht trampeln muss? Oder muss ich immer mindestens ein bisschen trampeln? Nein, man muss gar nicht trampeln. Okay, ich kann Fahrzeug also rein. Das Fahrzeug fährt rein elektrisch. Das, was wir zutreten, erspart uns die entsprechende Energie, wie viel wir auch selber halt eben mit eingeben. Ja, okay. Wie ist denn die Ladezeit, wenn ich das Ding auflade? Die Ladezeit wird, weil wir einen CCS-Stecker haben, in der großen Version bei ungefähr 1,5 Stunden liegen. Ja. Erklär doch mal kurz nochmal den Aufbau. Also ich sehe jetzt hier, dass wir hier so eine Art Rohrrahmen haben, um das mal so zu formulieren. Weiß nicht, ist das richtig formuliert? Na, es ist schon im Prinzip ein Chassis, was hier in diesem Prototypen damals noch die Batterie im Mitteltunnel beinhaltet hat. Da sind sie auch das, wo heute jeder Automobilhersteller auch hingeht, die Skateboard-Plattform. Und die Besonderheit an dem Twike 4 ist die außergewöhnlich konzipierte Achse im Hintergrund. Wir haben von einem Fahrwerkstechniker, der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist, halt eben jetzt ein Fahrwerk zum Angeboten bekommen, welches zugeschnitten ist für ein dreirädriges Fahrzeug. Ja. Was es kann, haben wir in Solda auf der Rennstrecke gegen einen Tesla Roadster schon in 2011 zeigen können jetzt. Weil das Fahrzeug sich im Prinzip ähnlich wie ein Rennwagen auf der Straße bewegt. Jeder glaubt zunächst einmal, ein dreirädriges Fahrzeug sei ja etwas, was auch mal umfallen kann. Wie auch immer, wie die Ape zum Beispiel oder ein Vespa-Roller. Und wir haben hier mit dem Twike 3 und noch dazu, dass das Gewicht, der Schwerpunkt, liegt in etwa auf Nabenhöhe. Ja, okay. Weil das wir mit den Batterien, mit dem Motor, mit dem Antrieb alles so tief nach unten runtergegangen sind. Ne? Okay. Und Hauptgewicht liegt auf der Hinterachse noch dazu. Ja, wir haben ja hier einen Unterschied zu den anderen beiden Autos, die wir gerade gesehen haben. Weil die hatten ja vorne 2, hinten 1. Und ihr habt das andersrum gemacht. Ihr habt gesagt, nee, wir machen vorne 1 und hinten 2. Ja, hat vielleicht einer der beiden, die es vorher erklärt haben, erzählt, was passiert, wenn man auf schlüpfriger Straße in der Kurve beschleunigt. Nee, da haben wir jetzt nicht so konkret drüber gesprochen. In der Regel wirkt es sich aus, dass das Fahrzeug wie zum Rumpreisel wird. Ja, okay. Und bei uns ist es so, die beiden angetriebenen Räder sind hinten und bieten über Torque Vectoring, über... Torque Vectoring, das kennt man eigentlich so aus Sportwagen. Halt eben, ja, das wird aber bei uns mit drin sein. Weil es heute... Ist ja ein Sportwagen, Entschuldigung. Es bietet uns die Möglichkeit, durch die Kurve zu driften. Ja. Am schönsten. Driften mit dem Dreirad, nicht schlecht. Ja, also ich sag mal, Entschuldigung, ich kurz einhake, aber als Kinder kannten wir das ja alle, dass vorne ein Rad und hinten zwei sind. Genau. Und wir alle haben versucht, mit der Handbremse ein bisschen um die Kurve zu sliden. Nein, es ist tatsächlich für uns das, was wir, wie wir es erkannt haben, halt eben die stabilere Lage, die man mit einem Dreirad fahren kann. Und warum kein Vierrad? Man könnte ja jetzt sagen, wir können ja auch ein Vierrad bauen. Ja. Das Dreirad hat die Möglichkeit, dass es weniger Bauteile, damit etwas leichter werden kann und wir haben eine bessere Form, die wir im Prinzip auch zum Ableiten bei Unfallsituationen benutzen können. Mhm. Wenn das Fahrzeug von der Struktur her, und das haben wir ja schon abgeprüft jetzt dabei, in einem Crashfall
abgelenkt wird in der Front, haben wir im Prinzip weniger Belastung auf den Mensch, der im Prinzip im Inneren ist. Man braucht dann weniger Knautschzone, wenn es weggelenkt wird. Es wird umgelenkt. Ja, das haben natürlich alle drei gemeint, dadurch, dass es so ultraleichte, kompakte, vor allen Dingen effiziente Fahrzeuge sind, ist jetzt nicht die strukturelle Stabilität wie bei einem SUV oder viele sagen, so, ja, ich brauche viel um mich rum, ich fühle mich unsicher. Das ist natürlich hier eine Mobilität, die so ein bisschen reduzierter ist. Wo man aber sagen muss, bevor ich jetzt Fahrrad oder Roller fahre, ist das, finde ich, auf jeden Fall die bessere Alternative, weil ich kann geschlossen fahren, ich habe eine Menge Fahrspaß da drin, ich habe, wenn ich richtig sehe, hinten dann wahrscheinlich auch einen Kofferraum. Mit Sicherheit, ja. Also ich kann das transportieren. Ja, Leute, wir sitzen jetzt hier in einem Trike 4. Das Fahrgefühl ist echt irre, weil das so, ja, natürlich luftig ist, finde ich. Also wir fahren ja hier halb offen quasi. Hier ist nix, ne? Hier kann ich die Hand raushalten. Und das ist ein sehr tiefes Fahren. Also ich spüre, dass ich mit dem Arsch fast auf dem Boden sitze. Wir sind gerade mal im Kreisverkehr rumgefahren. Sehr, sehr flott und das fühlt sich sehr sicher an. Wirklich erstaunlich finde ich, dass das Fahrgeräusch so ruhig ist. Warum ist das so leise? Wir haben hier in dem Fahrzeug einen Hohlwellenmotor, somit kein Getriebe. Okay. Und wir hören im Grunde genommen nur das Pfeifen des Wechselrichters und das Abrollgeräusch der Reifen. Wahnsinn! Du hast jetzt einmal gesehen, du hast nicht getrampelt, ne? Also hier gibt es ja keine Pedale. In diesem Fahrzeug noch nicht. Ja. Nein, das heißt, du bist faul. Nein. Es ist eher so, dass das Trike 5 mit dem Pedalgenerator geliefert wird, auf jeden Fall. Okay. Jetzt haben wir ja gerade so einen Dodge, so einen lauten hier neben uns gehabt. Das sieht schon ganz, der ist ja schon niedrig, ja. Aber trotzdem kam er mir gerade vor wie ein SUV, weil er halt als normales Auto doch viel höher ist. Hast du denn nicht Angst manchmal, dass du übersehen wirst, so niedrig wie das Auto ist? Nein. Das Trike ist tatsächlich, es ist ein Hingucker. Ja. Es ist eher so, dass wir beachtet werden, weil wir so außergewöhnlich sind. Ja, okay, verstehe. Es ist schon so, man hat so den Eindruck, wir sitzen ja so niedrig, so tief hier am Boden. Also ich persönlich habe eine recht gute Übersicht. Ja. Jetzt haben wir natürlich in diesem Fahrzeug, weil es für das Rennen damals in Amerika gebaut worden ist, auch Schalensitze. Die sehr bequem, fühle ich mich wohl. Sind auch wirklich wunderschön. In dem zukünftigen Fahrzeug haben wir natürlich eine Höhenverstellung auch in dem Sitz entsprechend mit drin. Und man kann es auch für einen kleineren Fahrer entsprechend anpassen. Ja, okay. Da vorne gut andere Konsole und so. Okay. Ihr wisst ja, ich bin ja mal Nordschleife gefahren. Von daher ist das genau mein Ding. Wird denn die Innenausstattung, das, was wir jetzt hier sehen, also wir sehen ja jetzt hier, dass du da zwei Lenkhebel hast. Ja. Vielleicht erklärst du die mal gerade, jetzt wo wir hier noch so sitzen. Die Lenkhebel sind dem geschuldet, dass wir später mittreten können. Ja, deswegen kein Lenkrad im Weg ist. Kein Lenkrad mehr im Weg ist. Und es ist so, dass wir ähnlich wie, ich sag jetzt mal, eine Liegerfahrradsteuerung halt eben jetzt, relativ intuitiv, links so rum, rechts so rum. Das Ganze wird dann in der Trike 5 Phase sogar Elektro-Servo unterstützt, sodass wir wirklich ein sehr, sehr direktes Lenken auch erzeugen können, wenn wir das möchten. Muss man da auf irgendwas achten? Also ist das irgendwie, wenn man jetzt als normaler Fahrer kommt, braucht man ein besonderes Training generell zum Fahren? Also es ist jetzt so, ich fahre hier im Moment über nur mit den Fingern. Das heißt, es gibt meinen Fuß, gebe ich jetzt mal frei. Ja. Da ist auch später an dem Pedalgenerator, da muss ich ja auch die Freiheit haben, eben jetzt zwar beim Rückwärtstreten ein Rücktritt mit integriert, aber hier ist wirklich nur ein Pedal zum Bremsen. Ja. Und beim. Aber womit gibst du denn jetzt Gas? Das habe ich mit noch nicht den Fingern. Ach so, wie so ein Joystick mit Schießen. Ganz genau. Also du schießt quasi Beschleunigung. ja. Okay, verstehe. Es ist tatsächlich so, genau wo ich mit dieser Wippe, mit der ich beschleunige, kann ich auch bremsen. Ah, okay. Das heißt, ich kann ja im Prinzip mit einem Finger oben, unten das Fahrzeug relativ gut unter Kontrolle halten. Ja, okay. Du spürst ja im Prinzip die Beschleunigung wie auch die Bremsung. Ja, die ist schon ordentlich. Und ich brauche fast nie das normale Bremspedal. Ja. Also man merkt richtig, wie er hinten schon ein bisschen mit will. Ne? Puh, Leute, jetzt sind wir so viel im Kreisverkehr gefahren. Mir ist schon fast schon ganz schlecht. Aber es macht super Laune, weil es halt echt, ich mag ja auch Mobile, wo man so richtig was von der Straße mitbekommt, vom Fahren, was so passiert, Geräusche. Ich mag das ja. Ne? Also klar, für einen Berufsverkehr im Alltag und so ist das jetzt vielleicht
will man es ein bisschen komfortabel haben, aber so ich als alter, ich sag mal Rennfahrer, ich wollte immer viel vom Auto mitkriegen, ne? Das fand ich schon immer sehr attraktiv. Erzähl doch mal, was der Basispreis des Twike 5 dann ungefähr sein wird. Zwischen 40.000 und 50.000 Euro, das ist wow. Der angezielte Preis. Das ist ein teures Fitnessrad. Die Basisversion beinhaltet ja schon im Prinzip eine 30 Kilowattstunden Batterie. Ja. Und ein Fahrzeug, was in dieser Klasse halt eben jetzt auch diesen Fahrspaß und diese Möglichkeit bietet, halt eben, es gibt nicht nochmal so etwas auf der Welt. Ja. Regt euch nicht auf, dass das ja viel zu viel Geld für viel zu wenig Auto ist. Das muss man einfach ein bisschen anders bewerten. Das sind ja Kleinserien. Das ist einfach nicht für 10.000 machbar. Ne? Ja. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schmutz, aber... Man sieht, wie er geht, man sieht, ich beschleunige und bremse es durch die Kurven. Ja, das ja. ist das interessante, der interessante Effekt an dem, dass ich es in einem, ich habe es nur in den Fingern. Ich muss nicht meinen Fuß von einem Pedal auf den anderen umsetzen oder wie ein Rennfahrer mit einem Fuß auf zwei Pedalen fahren, sondern ich habe es in diesen beiden Fingern. Dort ist im Prinzip diese kleine Bewegung mit beinhaltet. Wahnsinn. Und wenn wir sehen, was das Fahrzeug außerdem, ich mache eine ganz kurze kleine Drehung. Ne, es ist unschlagbar, dieser Fahrspaß. Roland, jetzt haben wir gesehen, wie du getanzt hast. Also der tanzende Roland könnte auch der Titel dieses Videos sein, weil das war wirklich irre zu sehen, wie du so, als du so hin und her gependelt bist, wie das Teil sich wirklich in die Kurven legt. Und das sah zwischendurch schon echt absurd aus, weil die Kurvenlage sieht von außen betrachtet viel steiler aus, als man glaubt, dass das bei der Geschwindigkeit, bei 30 km/h oder so, eigentlich nötig wäre. Ne? Wie ist das denn für dich vom Fahren, wenn du so in der Kurve liegst? Also dieses Wedeln, das ist ja jetzt keine Alltagsanwendung, ne? Aber das ist schon richtig, richtig cool. Also du merkst halt, wie du, also aufschaukeln kann sich da nichts durch die Schräglage, ne? Also es ist immer total stabil, aber dieses hinten rumkommen so mit dem Hintern, das ist wirklich wie tanzt rechts, links, rechts. Das ist wie wedeln beim Skifahren oder beim Snowboardfahren vielmehr den Berg runter und das finde ich irgendwie total cool. Und wir sind ja auch im Kreisverkehr gefahren, der war nicht ganz rund, also von daher musste man immer so ein bisschen ausgleichen. Und also es war für mich ein wahnsinniges Erlebnis, diese Dreierkombination aus Zweig, iRoad und Messerschmitt hier in so einer Kombination zu sehen. Man fühlt sich richtig, aber man ist gar nicht mehr alleine auf der Welt mit einem dreirädrigen Fahrzeug. Es gibt noch mehr davon. Ja. Und es ist so geil, dass das über die Jahre halt sich so entwickelt. Und ich hoffe, dass das so weitergeht in der Zukunft. Ja. Was glaubst du, muss jetzt passieren, damit, ich sag mal, diese besonders effiziente Mobilität oder E-Mobilität an der Stelle, damit das auch so ein bisschen mehr Relevanz in der Masse bekommt? Also was fehlt uns noch dafür? Ich glaube, wir sind also von das, was man von staatlicher Seite her tun kann, sind wir, glaube ich, gut auf dem Weg mit der CO2-Bepreisung. Ja. Die Dinger verbrauchen ja, sagen wir mal, entweder die Hälfte, sogar noch bis zu einem Viertel von einem Auto. Und dann der geringere Stellplatz. Es ist schon wahnsinnig. Und was die Entwicklung zeigt, das war ja mal, der Messerschmitt war ja in seiner Zeit wirklich mal ein Fahrzeug, was für jeden Einsatzzweck, außer man musste viel transportieren, nutzbar war. Und wenn ich jetzt zu dem Twike gucke, dann sehe ich das Wiederkommen in Zukunft. Wir haben andere Ansprüche, wir fahren höhere Geschwindigkeiten. Das kann dann der Twike 5 auch. Der soll ja im Ausbau, in der letzten Ausbaustufe bis 190 fahren. Das, so viel braucht man gar nicht, aber er kann es. Ich habe gesehen an dem Vierer, wie kurvenstabil das Fahrzeug ist. Da braucht man gar keine Angst haben, dass es umkippt oder so. Braucht auch gar keine Schräglage wie am iRoad. Und ich sitze zu zweit nebeneinander. So, und wenn ich daran denke, dass diese Effizienz, die diese Dreiräder bringen, durch die bessere Aerodynamik, durch das viel geringere Gewicht, durch die geringeren Rollwiderstände der Reifen, das heißt ja auch, wenn wir weiterdenken und sagen wir mal ab 2030 gibt es keine Neuzulassung mehr für Verbrenner. Da hat sich ja zum Beispiel sogar Audi, nicht nur Volvo, sondern auch Audi zu geäußert, dass sie es so machen wollen. Dann brauchen wir ja Ökostrom im Netz, damit die Autos fahren können. Und wenn dann durch diese Autos wir nur halb so viel Windmühlen brauchen oder ein Drittel der Windmühlen brauchen, um das mal bildlich zu sprechen, natürlich auch alle anderen erneuerbaren Energien, dann ist das ein Riesenschritt nach vorne. Mhm. In Verbindung mit dem geringeren Stellplatz ist es genau der Weg, den individuelle Mobilität in Zukunft nehmen kann. Es ist einfach für mich
das neue Cool. Das alte Cool ist vielleicht ein Suff gewesen. Das neue Cool sind solche Dinger. Drei mal drei ist mehr als neun. Ja, richtig. Das haben wir eingangs so angekündigt. Da wollen wir ein bisschen das herausarbeiten. Ich glaube, das ist uns gelungen. Also gesund bleiben, sparen, effizient fahren. Was will man mehr? Also mir hat das heute wirklich richtig Laune gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was vor allen Dingen auch Toyota jetzt macht. Ich meine, es fühlt sich irgendwie ein bisschen seltsam an, dass wir hier so einen Prototypen haben, der jetzt schon echt uralt ist, der jetzt hier nochmal Aufmerksamkeit bekommt. Und mir fehlt so ein bisschen der Anschluss jetzt. Was macht Toyota daraus, ne? Ja, genau. Das wäre schon interessant zu wissen, weil sie sind wirklich einen großen Schritt nach vorne gegangen. Ne? Ja. Wenn du an die Technik denkst und alles, das hat echt Potenzial für die Zukunft. Ja, jetzt müssen nur bitte auch noch ein paar Großserienhersteller auf diesen Zug aufspringen, damit ihr sowas dann auch in günstig kaufen könnt. Das fehlt ja jetzt an der Stelle noch, irgendwie, dass das auch noch bezahlbar ist. Ne? Ja. Weil 3x3 ist mehr als 9, gilt leider jetzt für die Autos hier im Preis. Den kriegt man gar nicht. Der ist relativ teuer und Betterschmidt gibt es halt auch nicht gerade geschenkt. Also das fehlt halt jetzt noch, ne? Dass genau. Leute dann sagen, ja, ich habe auch gar nicht so viel Kohle. Dann bleibt im Moment, muss man sagen, nur ein Twizy, ne? Was anderes fällt mir gar nicht ein. Aber wenn ich jetzt an den Preis von einem Twizy denke und denke mir vielleicht aufgrund hier dem noch geringeren Platzverbrauch und der noch größeren Effizienz von Toyota, denke mir da ein bisschen was drauf, ne? Neigetechnik und so weiter, dann darf der ruhig etwas mehr kosten. Ja. Nicht viel, aber etwas mehr darf der kosten, weil das ist es schon wert, was dahinter und drin steckt. Und es ist beim Twizy genauso. Okay, danke dir, Roland. Dann schönes Wochenende dir noch. Ciao. Und euch kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich fand es super spannend, hier alle drei im Hintergrund nochmal für euch. Ich fand das super spannend zu erleben, wie diese Gefährte fahren. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das Trike 4 ist jetzt der Prototyp. Trike 5 wird dann das Serienmodell. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das unten in der Infobox, gibt es einen Link, da könnt ihr dann reservieren oder auch Anfragen an den Hersteller stellen. Den Toyota iRoad gibt es halt nicht mehr, da gibt es nichts zu. Betterschmidt habe ich schon gesagt, auch in der Infobox. Wenn ihr daran Interesse habt, kontaktiert hier gerne die Firma Classic E-Cars, aber bringt ein bisschen Geld mit. Alles leider nicht ganz billig, aber so ist das leider. Bei Kleinstseen, da braucht man Stückzahl für. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Effiziente Mobilität, 3x3 ist mehr als 9, das haben wir hoffentlich hier transportieren können. Und man muss als Schlusswort einfach sagen, effizienter als das geht es nicht. Also kann man auch ganz ruhigen Gewissens sagen, lasst uns zusammen die Welt retten. Effizienter geht es nicht. Und ich danke euch fürs Einschalten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst vor allen Dingen einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und nicht zu vergessen, schreibt in den Kommentaren, wenn euch noch irgendwas interessiert, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schreibt mir, wie es euch das Video gefallen hat, etc. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Nino vom Danzai-Blog. Ciao, ciao. Sensationell, wie der Roland mit dem iRoad getanzt ist. Ein perfekter Walzer, würde ich sagen. Roland, falls du noch mal heiraten musst, sah gut aus.